An der B184 bei Gommern haben die Sanierungsarbeiten an der abgerutschten Böschung begonnen. Betroffen war ein Abschnitt neben der Bahnbrücke. Während der Bauarbeiten wird der Hang mit einem Sand- und Kiesgemisch Stück für Stück wieder aufgebaut. Neben den Böschungsarbeiten wird außerdem die Fahrbahn auf der 10 Jahre alten Brücke saniert. Die Ausbesserungsarbeiten waren ursprünglich für das Frühjahr 2019 geplant und werden nun direkt miterledigt. Voraussichtlich bis Mitte Oktober soll dort noch gebaut werden. Die Böschung war bei heftigen Regenfällen Anfang August abgerutscht. Seitdem ist die Brücke auf der Landstraße gesperrt.